Liebe Zuschauer, ich begrüße euch, ganz herzlich zurück bei GTA 5. Ihr hört es, ich bin immer noch erkältet. Was soll ich machen? Kriege ich so schnell nicht weg. Trotzdem wollt ihr natürlich Videos und trotzdem will ich natürlich GTA zocken. Insofern machen wir einfach weiter, denn das ist ja keine Ausrede, jetzt hier nicht zu spielen oder keine Videos zu machen. So, wir waren immer noch in den falschen Sprüngen. Den haben wir. Oder haben wir den? Ja, den haben wir. Ich glaube, der nächste ist sogar der da oben und wenn wir dann da waren, dann können wir noch kurz mit der Seilbahn fahren, denn auch das müssen wir machen für 100%. Und von da aus können wir dann weiter hier unten die 4 Stück machen, da das eine Rennen fahren zum Beispiel und dann noch da das Ding kaufen. Dann haben wir direkt so eine kleine Route an Sachen, die wir abklappern. Yoga auf dem Berg haben wir auf jeden Fall gemacht. So, da fahren wir hin, würde ich sagen. Es ist nur die Frage, wie komme ich vom Mount Gordo am schnellsten runter? Wahrscheinlich einfach da frontal, oder? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Okay. Oder wer wagt, der stirbt, könnte man auch vermuten. Ei, shit. Ja gut, das haben wir auch schon im Multiplayer gemacht mit dem Mount Chiliad. Also das habe ich nicht aufgenommen, aber da bin ich... Hat jemand aus meiner Crew mich mit dem Cargo Bob, hat meinen BMW geschnappt, ohne dass ich das wollte. Hat den auf dem Gipfel des Mount Chiliad abgesetzt und da saß ich dann und dann muss man ja irgendwie da runter. Dann bin ich einfach runtergebrettert mit dem BMW. Das war super. Naja gut, wir fahren auf jeden Fall weiter zum nächsten Base Jump. Oh, da haben wir wieder irgendwas Wildmäßiges, das wollen wir natürlich nicht überfahren. Wie wär's, wenn du mal von der Straße verschwindest? Ich weiß gar nicht, ob ihr das überhaupt seht. Es galoppiert hier so vor mir weg. Da ist es. Ja, lauf! So, mein Reifen klebt schon wieder. Ich habe es schon wieder geschafft, mein Auto zu schrotten. Da bin ich ja ein Meister drin. Ah, jetzt haben wir einen Platten. Vorne links haben wir einen Platten. Okay. Auch hier gilt wieder, wenn ihr mich ab und zu kurz schniefen hört, dann verzeiht es mir. Ich kann jetzt das leider nicht hundertprozentig unterbinden. Ich versuche das immer so ein bisschen vom Mikro wegzumachen. Ach Gott, ja. Nase komplett zu. Ich weiß auch nicht, was da abgegangen ist. Irgendwas ist da schiefgelaufen. Okay. Es macht Geräusche, mein Auto, ja. Das ist natürlich jetzt super schnell, sind wir hier unterwegs. Vielleicht sollte ich mir auch einfach mal ein neues nehmen, oder? Ja, weil mein Audi, der wurde mir ja geklaut. Ich hätte ja so gerne meinen Audi weiter benutzt. Der war ja wirklich der Hammer, aber... Und irgendwie haben alle unter dem einen Video geschrieben, ich soll den Traktor tunen. Ich glaube nicht, dass das geht. Brauche ich wahrscheinlich gar nicht ausprobieren. So, das ist doch besser. Das Ding tut's noch. Also ich habe auch wieder eine Liste. Wir müssen die Base-Jumps beenden, wir müssen die Heli-Jumps beenden, das machen wir ja gerade. Dann müssen wir Seerennen beenden, Autorennen beenden, Jagen gehen, Tennis gewinnen, wir müssen... im Golf 9 Löcher machen in Paar oder Unterpaar, das werde ich nicht schaffen. Wir müssen Darts gewinnen, einen Privattanz einer Stripperin müssen wir uns gönnen. Wir müssen 3 Triathlone oder Triathli, keine Ahnung, was sind Triathlone? Was sind die Mehrzahl von Triathlon? Wir müssen eine Prostituierte benutzen, wir müssen Fernsehen gucken, Seilbahn fahren, 8 Messerflüge machen, 25 Monster-Stunts und so weiter. Das war so eine kleine Auswahl, die ich mir mal aufgeschrieben habe, die man jetzt mal so nach und nach machen könnte. Deswegen sage ich ja auch, dass wir den, die Seilbahn benutzen, wenn wir da nachher vorbeifahren. Wir haben wirklich raus in die Pampa hier für den einen Base-Jump, ne? Ist ja schlimm. Oh, wir können natürlich auch bei dem Fragezeichen da mal vorbei für Michael. Ich glaube zwar, dass das wieder was mit dem U-Boot ist, aber wir schauen dann mal. Yeah, nice. Okay. So geht's auch. Kann es nicht mal wieder Tag werden? Ich mag irgendwie Tag viel lieber als Nacht. Das nicht passt, das wird passend gemacht. Der muss da durch. Das passt. Ja, natürlich passt das. So, hallo Heli. Hey, I got 2 words for you. Mount Chiliad. Man against mountain. What do you say? Ja, Mount Chiliad klingt super. Nehme ich. Das sind wieder einer der Heli-Jumps. Dann bring mich mal hin. Ja, ganz weit hoch. Am Abgrund. How do I talk myself into this shit?
Okay, doch nicht aus dem Heli raus. Der Heli hat uns nur hochgebracht. Spring von der Klippe und flieg mit dem Fallschirm durch die Kontrollpunkte. Können wir machen. No problem for me, but the problem for you. Ach, guck mal, $30 kriege ich sogar für den Checkpoint. Das ist aber lieb. Ich habe so wenig. Das ist aber nett, dass ihr mich ein bisschen unterstützt finanziell. Und ich finde es ja immer wieder traurig, ich kriege jetzt ständig die Frage unter den Videos, wieso hast du so viel Geld, hast du gecheatet? Und dann frage ich mich, wieso schauen die Leute denn plötzlich jetzt bei den Parts mal rein, aber haben das Let's Play nicht geschaut? Ich sag dann immer, ja nö, guckt euch die Parts vorher an. Ich will jetzt nicht jedem Einzelnen immer sagen, wie ich das Geld bekommen habe. Das sieht man doch in den Videos. Wenn die Leute dann irgendwie Videos überspringen oder jetzt einfach nur bei Part 130 plötzlich anfangen, das Let's Play zu gucken, dann sind sie doch selber schuld, oder nicht? Also ich erkläre das dann nicht allen. So, wir sind gleich schon wieder unten, da wo der Heli uns, aufgehoben hat. Und landen da mal schön sanft. Jetzt steht da natürlich mein Auto genau im Weg, ne? Oh, das ist knapp. Oh, doch, geschafft. Okay. Hat noch geklappt. Gut. Landegenauigkeit 33%. Ja, immerhin. So, ich würde sagen, dann fahren wir jetzt, wenn wir da oben gerade sind, direkt weiter zur Seilbahn. Oh, jetzt habe ich einen Rettungsring umgefahren. Ja, ist egal. Hier geht hoffentlich eh keiner schwimmen. Aber es wird langsam hell. Das finde ich schon mal sehr gut. Ich habe das lieber tagsüber. Oh, habt ihr da Quads? Oder ist das... Lass mich doch mal kurz gucken, bitte. Tatsache, die haben hier Quads. Ja, dann nehme ich mir mal einen mit. Die sind ja eh gerade nicht da. Die wurden von Haien gefressen oder so und dann... Das ist super. Nagasaki Blazer. Übrigens sehr lustig, wenn man damit im GTA Online Rennen macht. Wir haben da letztens 16-Mann-Rennen mitgemacht. Also wir waren zu 16 Leuten in dem Rennen. Und alle haben das Ding in hier genommen, das Quad. Das war verdammt lustig. Da gibt es aber leider keine Videos von. Das war einfach mal so eine Offline. Also was heißt Offline? Eine ohne Aufnahmesession. Muss auch ab und zu sein. Ist selten bei mir, weil ich nicht die Zeit habe. Aber ganz selten passiert das auch mal. Ja, jagen gehen müssen wir auch noch, genau. Die Frage ist, ob ich dafür Cletus anrufen muss oder ob ich das selber machen kann, einfach. Werden wir dann schauen. Weil hier ist ja Jagdgebiet, hier sind ja viele solche Tiere, da seht ihr das schon wieder. Ich kann auch damit jagen gehen. Bumm. Nein, das ist gemein, sowas macht man nicht. So, wir fahren kurz mit der Seilbahn. Einmal hoch und wieder runter. Haben auch ganz viele Leute immer geschrieben, ich soll doch mal mit der Seilbahn fahren. Warum denn? Was ist denn daran so spannend? Mein Gott, es ist eine Seilbahn. Mal eben schauen, wie viel Prozent wir jetzt haben und wie viel wir danach haben. Statistik, 100% Checkliste, 79, ja gut. Hatten wir auch vorher. Entweder haben wir dann 79 und ein paar mehr, ja, $10. Okay, wir fahren mal da hoch. Okay, wir können uns das also anschauen, das ist ja spannend. In echt sind die Dinger ganz cool, weil du so über die Sachen hinweg schwebst, über die Autobahn und über... Bäume und dann vor allem, wenn Schnee liegt noch. Aber jetzt in dem Spiel, das dauert ja ewig, da jetzt die ganze Fahrt sich anzugucken. Bis ganz nach oben. Deswegen überspringe ich die jetzt mal. So, $10 ärmer sind wir, aber dafür sind wir oben. Und, hat das jetzt was gebracht? Wahrscheinlich, vielleicht war es auch nur so wenig, dass es immer noch 79, irgendwas sind, aber... Ja, 79, okay. Ah, ist egal, sollte man auf jeden Fall gemacht haben, glaube ich. Stand da irgendwo. Und hier ist auch so einer von diesen Zetteln da. Aber da müssen wir eh noch viel mehr von sammeln. Einen von 50 Briefschnipsel gesammelt. Teil eines Geständnisses gefunden. Sammle alle Briefschnipsel, um den Mord an Leonora Johnson aufzuklären. Leonora Johnson? Moment. Ist aber nicht die Mutter von Carl Johnson, oder? Weil die Leonora, also weil die Johnson heißt. Weil die ist ja gekillt worden. So, wir springen wieder runter. Und gleiten den Berg hinab. Ja, die Briefschnipsel müssen wir auch noch sammeln. Aber da habe ich noch gar keine Lust drauf. Diese Sammelsachen sind wahrscheinlich, das mache ich wahrscheinlich als letztes, weil ich da so wenig Bock drauf habe. So falsch im Springen und so macht mir mehr Spaß.
Das mit dem Jagen wüsste ich aber jetzt doch gerne. Muss ich einfach, kann ich einfach hier in den Wald gehen und so ein Tier erschießen oder muss ich dafür Cletus anrufen? Ach, guck mal, da liegt auch noch was. Jetzt habe ich schon zwei von den komischen Schnipseln gefunden, obwohl ich das gar nicht wollte. Naja, müssen wir eh später noch sammeln. Das ist eigentlich eher schlecht, dass ich die jetzt aufgehoben habe, weil dann werde ich da lange dran suchen, wenn ich das vergesse. Ich rufe mal kurz, obwohl vielleicht geht es auch nur mit Trevor, ne? Jagen. Fällt mir gerade mal so ein. Das kann ja gut sein. Würde ich sogar fast vermuten. Ja, ich habe den hier auch gar nicht in der Liste. Ja, dann erschießen wir einfach mal so eins und dann gucken wir mal. Okay, das ist aber eine Wildkatze. Nee, ich denke mal, richtig jagen gehen können wir wahrscheinlich nur mit Trevor. Ja, dann machen wir das dann später. Okay, dann gehe ich jetzt einfach zurück in die Zivilisation, besorge mir ein Auto und dann fahren wir weiter Richtung Fragezeichen oder die nächsten Base Jumps. Ich meine, damit kann man auch jagen gehen, ne? Vielleicht hast du da nicht mehr das Vergnügen beim Essen, weil das Ding etwas bleizersiebt ist, aber essen kann man, also jagen kann man damit bestimmt. Wow! LKW. Ja gut, jetzt habe ich mir natürlich genau so eine Schrottkarre. Ja, nee, komm, dann nehmen wir jetzt hier den. Dann ist der umsonst geschoben. Armer Kerl, sorry. So, einmal kurz um die Polizei drum rumfahren, indem ich hier am Strand lang fahre. Oder auch nicht. Ich habe es schon geschafft, mich hinzuhängen. Nee, doch, geht. Ich wollte eigentlich nur um die Polizei drumherum fahren. Hat sogar halbwegs geklappt, glaube ich. Sorry. Nur die Frage ist jetzt, wie komme ich zurück auf die Straße? Mit dem Auto wahrscheinlich gar nicht. Ja, dann klettern wir. Dann hole ich mir da ein neues Auto, aber es bringt jetzt nichts hier. Abseits irgendwie lang zu laufen, lang zu fahren. Dankeschön, Dankeschön. Zu freundlich. Okay, wir wollen nach da. Nur mal ganz kurz gucken, ob das Fragezeichen tatsächlich nur U-Boot ist oder ob da noch irgendwie mehr zu holen ist. Ja, so macht man das. So macht man das. Das war der offizielle Weg. Einmal ganz kurz schauen, was die da von mir wollen. Ob das tatsächlich nur das U-Boot ist oder ob da noch mehr ist. Da steht jemand. Hallo. Hello. Hello. Thank God you stopped. Were you a fan of Frank Mathers? Frank Mathers? The TV guy who used to do the shows about space until he became obsessed with undersea exploration? No, not a huge fan. Frank was my husband. By not a huge fan, I mean, not a huge fan as much as a fanatic. He was a cruel and heartless man. Well, like I said, I was not a huge fan. But I loved him. Didn't he leave his sick wife and five kids to run off with you? We loved each other. I'm sure he did. And I'm penniless.
now, more or less. Well, Frank's submarine broke apart while he was trying to save the San Andreas white shark. But his body was never found. You know, people thought someone tampered with the airlocks. That's an outright lie. That was never proven. I love Frank, and Frank loved me, which is why we invested so much money in life insurance. If we could just prove that Frank was dead and that the airlocks weren't tampered with, I would sleep so much easier. I bet you would. I'll make it very worth your while. Guess I could take a look. Am Yachthafen steht jetzt ein Dinghy bereit, mit dem du nach fehlenden U-Boot-Teilen suchen kannst. Ein Dinghy? Ach, sehr süß. Also die Frau von Frank Mathers hat ihren Mann umgebracht und möchte jetzt aber irgendwie beweisen, dass es doch nicht sie war. Ja, gut. Mal eben kurz gucken, wie das ist. Machen wir dann auch wann anders. Wahrscheinlich muss ich doch dann wieder die... Da oben? Oh Gott, das ist ja weit. Ja, zumindest mal ganz kurz gucken. Das ist so weit auf dieser Riesenkarte. Wenn du dich innerhalb der grün markierten Bereiche befindest, ist dein Sonar in Reichweite. Und du kannst es benutzen, um die fehlenden U-Boot-Teile zu finden. Soll ich da jetzt auch noch selber runtertauchen oder was? Ach so, auf einmal habe ich ein Dingens an. Ein Taucheranzug. Na dann schauen wir doch mal. Hier haben wir auf jeden Fall zwei Sachen. Da blinkt was. Ach so, ein Lebenspaket. Warum mal, was macht das denn hier? Eins von 30 U-Boot-Teilen. Ja, wieder so eine Sammelsache. Das wird noch so viel Zeit kosten, die ganzen Sachen zu sammeln. Ich bin eigentlich immer nicht so ein Fan von, wenn die Leute einfach in ihre Spiele lauter Sammelsachen stecken, nur damit du lange beschäftigt bist. Aber okay. Man wäre ja auch so lange beschäftigt. Muss ich dafür wirklich so viel Zeug suchen, denke ich mir dann. Na gut. Lungenvolumen plus. Also ich werde jetzt nicht die ganzen Dinger suchen gehen. Das dauert mir zu lange. Aber zumindest da müssen wir auch noch 30 Stück sammeln. Nicht jetzt, aber wann anders. Gib mir mein Boot zurück. Es schwimmt weg, habe ich das Gefühl.
Boah, ich weiß noch, wie man bei San Andreas das Lungenvolumen erhöhen musste für die eine Mission. Mann, war die ätzend. Okay, da sind wir wieder an Bord. Also auch das Sammeln machen wir wann anders. Aber wir müssen jetzt noch die... Also wir können jetzt hier... Ja gut, dann machen wir erstmal da die Dinger weiter. Ist das Boot schnell genug oder soll ich das da nehmen? Jetmax ist glaube ich schneller, oder ist das gar kein Jetmax? Doch, oder? Steht hier so rum, so herrenlos. Ja, ist ein Jetmax, genau. Okay, dann wieder zurück an Land, würde ich sagen. Die Frage ist nur, ja, hier komme ich nicht weiter. Jetzt hänge ich hier am Strand fest. Ich brauche ein Automobil. Da oben ist eine Straße, ja. Aber du musst noch so weit laufen. Zu Fuß gehen ist nicht so Michaels Ding und meins auch nicht. Ernsthaft, da kommt er nicht hoch? Ich muss aber da hoch. Ja, nee, da kommt er tatsächlich nicht hoch. Ja, hör auf, dir weh zu tun. Steh auf. Fauler Sack. Bei San Andreas hätte man jetzt einfach einen Jetpack-Cheat eingeschmissen. Aber erstens spiele ich ja ohne Cheat und Cheats und zweitens gibt es ja hier kein Jetpack. Aber wir sind gleich auch, komm schon, der eine kleine Vorsprung. Wir sind jetzt gleich an der Straße, immerhin. Wobei ich schon kommen sehe, dass ich da jetzt nicht hochkomme. Och komm, ernsthaft. Aber hier. Ja! Zurück in der Zivilisation. Danke! What the hell? Move, move, let's move! So, wir fahren zum nächsten Fallschirmsprung. Ach, da kann man doch auch die Abkürzung hier nehmen. Oh shit. Ja gut, und jetzt bin ich hier und jetzt? Wo ist der Fallschirmsprung? Da oben. Oder nicht? Da muss ich ja den Weg folgen. Warte mal. Da muss ich ja dahin quasi. Also doch zurück. Ja, gut. Der Weg hat mich hier hingeführt. Ist ja kacke. Oder soll ich erst den anderen machen? Da ist auch einer. Nehmen wir den erst. Get in, my friend. Hope you got your big boy pants on. We're going hard.
dann geh mal hoch, ja.